probiert an. Oh, alles quietscht. So, jetzt noch den Kuchen? Ja. Oh, du hast jetzt den Deckel vergessen. Oh, das ist nur ein kurzer Weg gewesen. Ja, da hast du auch. Der soll schon seinen Weg finden. Jetzt kannst du klingeln. Hallo! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Ja, genau. Und Barbara hat schon wieder den Deckel vergessen. Das macht nichts. Oh, soll's Morsloch schon finden. Ja. Super. Die sind klasse, oder? Ja. Mhm. Ach, das gibt's doch nicht. Guck dir das an. Vielleicht hätte es halt andersrum machen müssen. Wie, das klasse? Nein. Erst Sekt und dann das Zeug da rein. Ja, das kann natürlich auch sein. Das werden wir nächstes Mal ausprobieren. Das ist so witzig. Das ist so witzig, der Mülleimer ist in jedem Haus auf der gleichen Stelle. Ja, ich muss den Backup nie suchen. So zack, ein Griff sitzt. Genau. Oh, das ist sowas von meine Haare, die ist so nass. Weiß ich nicht, nach vorne. Mariola, komm endlich. Der Sekt wird warm. Ja, gleich. Ich bin noch nicht fertig. Meine Haare war so ein bisschen komisch nass. Ich komme! Ich bin ganz vorsichtig. So ein edler Tropfen und danach verschwendest du das alles so schnell. Ein winziges Schlückchen. Ja, so geht das gar nicht. Nee. Oh, das wäre überhaupt nicht mein Leben, echt. Garten, oh, wie ein Horror. Also so sitzen bei Leuten, die das wirklich gemacht haben, läuft. Aber selber. Ach ja, nichts. Ich finde das schön. Ich finde das schön, dass es so unterschiedlich ja. ist. Also Stößchen! Wieder lecker. Also Mädels, was gibt's Neues? Dass die Leute aber auch immer so labern müssen. Von jeder Kleinigkeit wird ein Riesenaufstand gemacht. Ja, und dann noch dazu Facebook und so. Ja, das macht das alles dermaßen schnell die Runde. In Wilhelmshaven hat alle schon immer schnell die Runde gemacht, weil ja jeder jeden kennt und auch irgendwie jeder mit jedem verwandt ist. Du meinst so mit Inzucht und so? Nein, so nicht. Aber guckt euch doch mal an, wie viele hier alleine den Namen Janssen tragen. Ach, das ist doch egal. In der Bibel steht, dass wir alle stammen von Adam und Eva ab. Also der Michalski von der Witz... Der hat aber auch sowas von Recht. Ich finde es auch unerhört, wenn die Leute sich bei Facebook nicht unter richtigen Namen oder sogar mit Pseudonym anmelden. Stellt euch doch nur mal vor, du schreibst eine PN, eine persönliche Nachricht an Brad Pitt und möchtest mit ihm einen super Abend verleben in einem kuscheligen Hotel und wartest. Und wer kommt? Mr. Bean. Oh, das habe ich schon gehört. Ich habe ja mal George Clooney kontaktiert. Der ist aber auch nicht gekommen. Dabei habe ich extra dabei geschrieben, dass ich eine Flasche Martini mitbringe. Ich musste den Martini alleine austrinken. Naja, da hattest du Pech gehabt. Hättest du uns anrufen können. Und dann noch der Klatsch, der bei Facebook verbreitet wird. Also den finde ich einfach kriminell. Ja, und dann noch unter falschen Namen. Als wenn der oder diejenige irgendwas zu befürchten hätte. Aber doch nicht in Wilhelmshaven. Was stellen sich denn so manche Leute eigentlich vor? Dass hier nach Nase oder Verbindung entschieden wird? Ach was. Ausgeschlossen. Aber ich habe noch immer nicht kapiert, was der MM eigentlich mit seinem Kommentar meinte. Apropos MM. Ach. Ja. Döschen! Lecker! Immer noch lecker. Ich habe da was gehört. Aber nicht bei Facebook, sondern auf dem altmodischen Weg. Erzähl doch! Klar, Mädels. Aber nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Natürlich versprochen! Thank you.
Sag mal, Mike soll jetzt Trittbrettfahrer haben? Ach was. Ist der nicht auch auf Facebook? Hm?